haben das M wie mein Song, also Sing mein Song, wo ich darf Part of It sein und ich freue mich mega. Es war eine unglaublich coole Zeit gewesen. Andere Künstler können es lernen und andere Lieder singen auf einem anderen Stil. Einfach alles mal anders. Halt wie M. Anders. Ja. A, wie alles anders. Corona hat natürlich nicht nur mir, sondern auch meinen anderen Musikkollegen auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Album aufnehmen in dieser Zeit ist sehr komisch, weil man muss extrem viel planen. Man weiss nie, ob es stattfinden kann. Wir nehmen immer alle miteinander im gleichen Raum auf. Und das ist ein paar Mal auf der Kippe gestanden und haben es dann aber gleich geschafft, zum Glück. Und somit ist es in dem Sinn ja, ein Album, wo vordurch alles gut ist, aber hinterher ist alles anders gesehen. Oh, wie gesagt, spezielle Zeit. I, wie intim, also rasiert bitte, nein. Es geht um intime Songs. Natürlich, ein Album ist für mich immer sehr intim, weil ich schreibe nicht über Themen, die mich nicht beschäftigen, oder einfach jetzt ein cooles Thema finde und ich finde, es muss ein Song darüber geben. Es sind immer Themen, wo ich einen Bezug habe, einen festen Bezug. Und klar werden Songs intim. Nicht, dass ich jetzt irgendwie da einen Song mache über Sexstellungen, das könnte ich mal machen, wäre lustig. Aber es ist mehr darum, zum Beispiel der Song, einer heisst «Traurig sein» und dort geht es halt, wenn jemand stirbt, darum. Und dort habe ich eine Geschichte, wo mich, oder Geschichten, die sehr berührend, da kommen zum Teil sehr viele Nachrichten über oder Kontaktaufnahmen von Leuten, die zum Beispiel auch bald sterben und dann irgendwie wo hoffen, dass sie mich noch einmal sehen können oder an ein Konzert kommen oder so. Und das ist immer sehr, sehr berührend, natürlich. Schon zum Teil schwierig. Und ja, in diesem Song geht es um das. Bevor man zum Wifi kommt, kannst du mal das zeigen, wieso wir hier die Buchstaben haben. Du musst schnell aus dem Bild. Und wieso wir haben die Buchstaben? Es gibt nachher dann zusammen ein I am. Nein, mei. Du musst noch hier. Nein. I am. Nein, stimmt. Du sagst jetzt wie I am. Ach so. Ich sehe, Luis hat unglaublich herzig und eine coole Idee gehabt. Hat mein Album in Form von Buchstaben hier in Karton zusammengebastelt und mega herzig, oder cool. Herz. Ich habe einen Song auf dem Album, der heisst «Das Leben, das ist gefährlich». Es hat noch keiner überlebt. Und bei mir hat es auch schon eine Situation gegeben, die wirklich sehr gefährlich war. Ich bin wandern im Abstein. Und jetzt sind wir vom Sentis über den Altmann hinten runter. Und es war eigentlich als Weg ausgeschildert. Gewesen. Oder eben nicht mehr ausgeschildert. Wir haben das Gefühl, dass es ausgeschildert und sind nachher plötzlich immer noch Kömmi innen gesehen. Und dann haben wir das Gefühl, ja, gehen wir weiter runter. Und ja, irgendwann, die gehen wandern, die wissen, es gibt manchmal Stationen, da kann man nicht mehr rauf und nicht mehr runter. Und dann war es ein bisschen schwierig gewesen, was machen wir jetzt? Wir hatten kein Seil dabei. Gehabt. Und dann haben wir wirklich so 5 Meter Wand runter. Klettern. Und ich kann überhaupt nicht klettern. Wir hatten zum Glück jemanden dabei, der können vorsondieren konnte. So halb gesichert. Also ist einfach, wir waren unten und haben uns bekreuzigt und gesagt, zum Glück ist alles gut gekommen. Das hätte einfach passieren können. Darum immer eine Serie mitnehmen oder nicht so blöde Sachen wandern. Aber ich bin gut ausgerüstet mit Wanderschuhen. Es gibt ja denen, die Flip-Flops wandern. Das machen wir nicht, hä? Nein. Wir kommen zum Fifi. Und das Fifi ist 5 Dinge, die ich auf die Insel mitnehmen würde. Das wäre auf eine einsame Insel. Also wenn es kein Süßwasser hat, ganz, ganz viel Süßwasser. Ich bin da der praktisch Veranlagte. Dann würde ich sagen, ein Bierli, um eine Hütte zu bauen. Meine Familie. Dann sicher noch ein Liter Schnaps. Ich glaube, das kann man immer brauchen, wenn man allein auf der Insel ist. Und was haben wir noch? Sonnencreme. Ich verbrenne mich sehr, sehr schnell und ich habe immer Angst vor Hautkrebs, darum glaube ich Sonnencreme. Ich nehme an, die Insel ist irgendwo in der Tropen. Man stellt sich immer vor, es ist so eine Insel in der Tropen, wo ganz schön Wetter ist, aber es könnte ja auch eine Insel sein irgendwie in Kanada, wo nie die Sonne scheint. Dann will ich nicht Sonnencreme, dann will ich ganz eine warme Decke oder so. Gut, ich hätte eigentlich ein Bierli und mit dem könnte ich Holz hacken. Dann von als Feuerzeug für ein Feuer zu machen.